Am Samstag, am 8. April, ist die Promenade der Skulpturen zu Bad Ragaz eröffnet worden. Ein Projekt von der Stiftung Triennale, ein Geschenk an Bad Ragaz. Eröffnet mit einem Volksfest, typisch für die Familie Hohmeister. Engagiert, volksnah und frei von Berührungsängsten, haben sie mit dieser Skulpturenpromenade auch gerade den Startschuss für Bad Ragaz 2018 gegeben. Bad Ragaz ist weltweit das grösste Freilichtmuseum. Ohne Tür, ohne Eintritt. Im Jahr 2015 sind 90 Künstler aus 13 Nationen entlang der Wege und in den Bergen präsentiert worden. Jetzt sehen sie noch 392 Tage bis zum Start der Bad Ragaz 2018. Das übrigens Petra Hohmeister, eine der Hohmeisters. Die Vorfreude auf Bad Ragaz 2018 ist bereits bei dem Volksfest spürbar worden. Jetzt schon 392 Tage voraus. Angespannt sicher an Hohmeisters. Ein Budget von gegen 2 Millionen Franken. Das letzte Mal ist ja kein Pappenstil. Darum natürlich Anspannung. Hier auch bei der Andrea Hohmeister oder bei der Tochter Rebecca, die als Fotografin engagiert war. Sie macht ja Grafikerin. Coolness aber bei der Esther und beim Rolf Hohmeister. Und den Rolf Hohmeister konnte ich von außen gerne befragen. Rolf, was hast du da in der Hand? Also heute werden wir eine Premiere erleben von einem Trunk, wo die alten Germanischen getrunken haben. Und wir haben zusammen mit dem Schützengarten können ein Bier entwickeln, das in der Region dann die Botschaft von unserem Gelb wird vermitteln wird. Und wir freuen uns sehr und sind sehr dankbar, dass vom Buschhänsli in Zürich bis auf Giasso das Bier als Botschafter für uns dann auftritt. Es ist jetzt die siebte Austragung von Bad Ragaz. Das ist die siebte Bad Ragaz. Hättest du gedacht, dass das mal so weit würde in die ganze Welt rauszünden? Vom Traum sind wir nicht nur erfüllt, sondern überzeugt. Wenn wir allerdings vielleicht damals schon gewusst hätten, wie viel Knochenarbeit ganz bedeutet, hätten wir vielleicht früher uns ein bisschen auf eine kleinere Situation eingestellt. Aber jetzt kannst du nicht mehr zurück, gell? Jetzt läuft es, jetzt hat man Anspruch. Der Erfolg ist Verpflichtung, der Erfolg ist Verantwortung und die Zukunft ist eigentlich schon geritzt. Und man sieht es im Gesicht an, weißt, du bist irgendwie auch Fan, du machst so gerne, gell? Was heisst Fan? Mit Spinnen überlebt die Welt, oder? Mit dem Chef geht die Welt zugrund. Und wir freuen uns, dass wir auch so eine Riesengruppe von Spinnern um uns haben, die uns hilft. Und da trifft der Nagel auf den Kopf. Ganz eindeutig, ohne all diese Spinner hätten wir auf dieser Welt manches nicht auf ganz verschiedenen Bereichen. Es hat sich auch gezeigt, in Bad Ragaz ist ein internationales Publikum, das wirklich ganz ein grosses Interesse hat. Leute, die wirklich extra wegen dem dahergekommen sind, viele Leute, die gar nicht aus der Schweiz kommen, aber auch viele Leute aus verschiedenen Teilen der Schweiz. Mit der Zeit hat sich der Dorfplatz gefüllt und überall wieder die Hohmeisters da, die Esther Hohmeister, die sich sehr oft ein bisschen in den Hintergrund begibt, aber sehr, sehr viel von all dem versteht und sehr engagiert ist. Und dann hat Rolf Hohmeister das Publikum begrüßt. Mit dem 11. Glockenschlag, Start, Countdown Tower, Eröffnung, Promenade der Skulptur, Bad Ragaz, Vorbereitung, 2018. Was für ein Tag, was für ein Ort, was für ein Anlass. Herzlich willkommen, liebe Menschen. Nous avons des amis de la France. Nous avons des artistes de la France. Bienvenue. Cari amici italiani, benvenuti. Ci vediamo in 18. Dear friends, we have a few English-speaking friends, artists here. Very warm welcome. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wir begrüßen Sie alle, 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 alle. Wir danken Ihnen allen, allen, allen. Die Bad Ragaz ist wohl schon längst angekommen. Aber ehrlich, Frage: Ist sie auch daheim? Verantwortung für die Zukunft ist die Antwort auf die Diskussion um den Franken. Verantwortung für die Zukunft ist eine Antwort auf Selbstmitleid und Bedauern über den Verlust einer Vergangenheit. Am Anfang war nicht die Tat, wie Goethe gesagt hat,
Am Anfang ist die Tat. Am Anfang steht für uns die Verantwortung. Am Anfang steht das Ich zum Wir. Wer immer nach dem Zweck der Dinge fragt, wird ihre Schönheit nie entdecken. Wer des Pudels Kern nicht am Fell erkennt, ist nicht einmal für ein Hundeleben geboren. Versuchen wir doch einfach wieder, hier in diesem Ort gemeinsam in Fluss zu kommen. Und ich erlaube mir jetzt ein pubertäres, eigenes Gedicht in Fluss zu kommen, Ihnen zu präsentieren als mein Credo für diesen Ort, für unseren Lebensort. Das Wasser will lebendig werden. Fast aufgetaut kehrt die Beweglichkeit zurück, verwandelt sich das Eis und kommt in Fluss. Was in der Tiefe lang gefangen, fängt an zu sprechen. Verhalten erst, dann deutlich leise, vom lauten Flüstern bis zum klaren Wort. Es drückt sich aus: Ich kann, ich will, ich bin, ich lebe. Ich wünsche Ihnen viel Freude und ich hoffe und freue mich, dass Sie dieses Geschenk unserer Familie, der Organisation Bad Ragaz, nachher annehmen. Unser Gemeindepräsident Daniel Bühler. Großartig und unermüdlich ist wieder das Engagement von Esther und Rolf Hohmeister für die kommende Bad Ragaz 2018. Alle Familienangehörigen der Hohmeisters und ein sehr, sehr engagiertes Team arbeiten seit der letzten Bad Ragaz 2015 für die kommende Ausgabe der 7. Triennale. Sie alle arbeiten noch an der großartigen Skulpturenausstellung 2018, die Bad Ragaz wieder in der Kulturszene weltweit bekannt macht. Wir sind alle stolz auf alle Bad Ragaz-Macherinnen und Bad Ragaz-Macher. Im neuen Skulpturenweg entlang der Tamina werden bereits heute verschiedene Kunstwerke präsentiert. Nutzen Sie die Kraft, die Ausstrahlung der Skulpturen an wunderschönen Plätzen der Tamina entlang, um den hektischen Alltag zu entfliehen. Viele Ideen, Projekte, aber auch Überraschungen werden auf Sie, auf uns, aber auch auf die Künstlerinnen und Künstler sicher noch zukommen, bis die nächste Bad Ragaz 2018 steht. Der Trommelwirbel, die drei Böller, symbolisch die Eröffnung der Bad Ragaz für das nächste Jahr. Aber nicht nur symbolisch, wir haben heute möglich gemacht durch die Brauerei Schützengarten eine Weltneuheit. Das Bad Ragazer Kunstbier wird ab sofort bis Ende nächsten Jahres überall auf den Tischen sein und in wunderbaren kühlen Gelb
sehr freuen. Wir freuen uns auf den Genuss im Gießenpark zu dieser Premiere des Kunstbiers. Daneben hat Basucker ein wunderbares Wasser abgefüllt und Sie werden dieses und nächstes Jahr dieses Wasser genießen dürfen. Diese Füße, ein Bronzewerk von Gunther Stilling, sind Symbol und Geschenk. Die Promenade der Skulpturen gehört mit der Übergabe dieses Symbol jetzt den Menschen. Aber Achtung, lasst eure Füße nie schneller laufen als die Schuhe und geht nicht schneller, wie euer Schutzengel zulässt. Und wir wünschen euch mit diesem Geschenk Standfestigkeit, wir wünschen euch mit diesem Geschenk Mut, steht auf beiden Füßen und denkt daran, dass man nicht mit den Füßen zu viel denken kann, weil Fußball und Joggen allein macht noch keine Lebensqualität aus. Mario, herzlichen Dank an die Ortsgemeinde und Daniel, herzlichen Dank an die politische Gemeinde und wir freuen uns auf die Zukunft. Ab sofort ist die Promenade der Skulpturen für Sie alle bereit. Der Spaziergang beginnt nach Plan. Ihr habt die Pläne erhalten. An der Tamina-Brücke geht entlang der Tamina zum Rhein, durch den Gießenpark zurück ins Gießenparkbad, zum Gießensee und kommt dann wieder zurück hier auf den Dorfplatz. Zuerst aber jetzt noch ein Volksfest geht hier auf dem Dorfplatz und natürlich ein Foto hier von dem Schneck. Das letzte Mal sind sie schön gewesen. Jetzt ist ein Schneck, das ist übrigens der Armando, der gehört also Familie, ist ein Journalist und natürlich über Fotografen gefüttert. Und wir haben noch ein bisschen gelöselt, was da besprochen worden ist. Das ist gut. Bringst du den rein? Hast du ein paar Türen die ganze Wiese voller Schöfchen. Ja, ja. Wir voller Schnecken. Nein, der bleibt jetzt. Weißt, der kommt dann weg. Also, jetzt bleibt er da das Jahr, oder? Und dann tun wir hier eine Skulptur an. Der hebt auch, weißt? Und die beiden Künstler, die hier sind, das sind, wir sind gestern mit denen durch den Ort. Was die für Ideen haben. Ja. Weißt, die möchten am liebsten dein Rathaus zudecken mit Krokodil und Pinguin. Oder die möchten, machen wir wieder. Ja. Also, wie im letzten Mal eine Schafwiese mit. Ja. Ja. Wir ich kann jetzt einfach. Ja. Nein, das Projekt, wenn es klappt. Wir sind gestern Abend auf dem Dach vom Quellenhof. Ufe, du weißt wo, oder? Und dort oben haben wir 80 Wölfe sind geplant. Und die stehen auf dem Quellenhof, auf dem ganzen Carré und sind in der Nacht beleuchtet. Die sind auf der Brüstung, ist 31 und dann gehen sie 91 rauf. Und die 91 oben, das sieht dann aus. Ja. Und zwar ist das eine Installation, die in Milano war, bei der Expo, auf dem Prada-Museum. Ja. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass die der Verwaltungsrat. Nein. Der Verwaltungsrat ja sagt. Eine super Idee und der Rolf hat gesagt, natürlich könne ich das ausstrahlen. Typisch Rolf, Hohmeister, gute Ideen und mutig voran. Übrigens, eins ist sicher, Kunst und Kultur bringt immer auch wirtschaftlichen Erfolg. Bei dieser Skulpturenpromenade, da müsst ihr wirklich einmal hergehen. Es ist ganz einfach, ihr seht hier den Plan, ihr startet hier. Also, gerade von der Hauptstrasse weg, dann eben der Termin auf der rechten Seite entlang runter. Links hat es auch so etwas. Und dann seht ihr ein Kunstwerk neben dem anderen. Wir sind das mal so ein bisschen abmarschiert. Wer stellt alles aus? Da könnt ihr im Netz anschauen. Zum Beispiel Sonia Knapp von der Schweiz, dann Arturo Di Maria von der Schweiz, Italien, dann Bert
Da Maria heisst es, Brez, Rainer Bonk, das sind die Deutschen, dann Ivo Soldini von der Schweiz, James Lucini von der Schweiz, der Roger Rigort, der wird als Schweizer und Deutscher gehandelt, dann Gunther Schmidt-Klör, ein Deutscher, dann Gilles Topaz, Schweiz, und Luigi Marsa, Schweiz, und eben an dem Ort hier ist er musiziert worden. Jetzt, das ist dann natürlich nicht, aber ihr könnt ja eure Musik selber mitnehmen, und im Übrigen braucht es gar keine Musik. Es ist ja wunderschön, hier den Tamin entlang zu spazieren, im Giessenpark zu spazieren, aber bis eben dort, wo eben den Tamin in Rhein einmündet. Und also, ich glaube, etwas Schöneres als die riesigen Berge, die man hier zu Bad Ragaz hat, ich glaube, das kann man fast gar nicht finden. Wie der Tester, Hohmeister, eben mit der Rebecca, die hier füttert, und ich denke mir, das zeigt auch, dass auch junge Burschen und Mädchen an dem wirklich sehr grosse Freude haben, ganz eindeutig, oder? Und wenn wir das jetzt anschauen, das hat ganz spezielle Kunstwerke, also was soll ich da dazu noch sagen? Ihr müsst einfach halt selber gehen, und ich blende nachher dann noch den zweiten Teil von dieser Karte ein, damit ihr es auch wirklich findet, aber eben einfach den Termin entlang rechts runter und dann findet ihr das. Und ihr seht, auch wenn man nicht zu gut zu Fuß ist, kann man das machen, sei es mit dem Rollator oder allenfalls sogar mit so einem Weg, weil das ist wahrscheinlich ein Privileg vom Rolf, aber ihr seht, dienstig und freundlich, wie er ist, chauffiert er hier eben auch Leute rum. So, und das jetzt eben die Karte, das ist dann das Kunstwerk, das eben gerade unten dort steht, wo die Mine in Rhein einmündet. Also, bleibt dran, der Skulpturenweg, Skulpturenpromenade, Entschuldigung, ist jetzt eröffnet und sind gespannt darauf, was uns in 392 Tagen eben dann bei der Bad Ragaz 18 erwartet.